Hallo, nun erfährst du alles über die Darm-Hirn-Achse. Hast du gewusst, dass es da eine Verbindung gibt, dass also dein Stress, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Verdauung beeinflussen? Auch die traditionelle chinesische Medizin weiß seit Jahrtausenden ganz viel über dieses Thema. Mehr darüber erfährst du nun von Dr. Sandra Bürklin. Sie ist Fachärztin für Neurologie und sie ist auch CCM-Ärztin und sie spricht über diese organischen Verbindungen zwischen eben deinen Organen und deinen Emotionen. Mit ihr hat Dr. Lan Anna-Mohr Göttinger gesprochen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und auch Yogalehrerin. Neue spannende Videos bekommst du bei uns mehrmals pro Woche zu sehen. Abonnier doch unseren Kanal hier und bleibe informiert. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es ist ja so ein spannendes Konzept der Darm-Hirn-Achse, das es gibt. Und das würde ich einmal gern eben daraus beleuchten aus der TCM-Sicht, weil da, das hört sich schon so ein bisschen an mit den Partnerorganen und ja, dass da eben ganz viel ineinander greift und eben auch Darm-Hirn-Achse. Lässt sich das Konzept auch aus der TCM her stützen oder eben beleuchten? Absolut. Total. Also in meinen Augen erklärt die chinesische Medizin das sogar noch viel eindeutiger. Also jetzt als quasi Fachärztin für Neurologie kenne ich natürlich das Konzept mit der Darm-Hirn-Achse und das ist ja mittlerweile auch vielfach erklärt, dass auch die Zellen und so da recht ähnlich sind. Also sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht ist das ja schon lange bestätigt. In der chinesischen Medizin ist es schon viel länger bestätigt. Die hatten das Konzept schon vor über 3000 Jahren. Und die ordnen jeder, oder die chinesische Medizin ordnet jeder dieser Wandlungsphasen einen bestimmten Bereich an Emotionen und Gefühlen einfach zu. So ist es zum Beispiel so, dass wenn das Partner oder die zwei Partnerorgane Magen und Milz, die sind rein auf physiologischer Ebene, also auf körperlicher Ebene bezogen, dafür da, das, was wir von der Nahrung kriegen, zu separieren und das Klare aufzuheben, in Energie umzuwandeln und das Trübe, nennt es sich, wegzubringen. Und genau die gleiche Idee gibt es in emotional-seelischer Hinsicht. Das heißt, wenn ich eine schwache Milz habe, also ein schwaches Milzsystem, fällt es mir total schwer, Dinge klar zu sehen und zu separieren. Also ich kann nicht sagen, okay, das brauche ich, das ist eine gute Entscheidung für mich und das lasse ich gehen. Das heißt, es sind ganz häufig auch einfach Menschen, die totale Schwierigkeiten damit haben, sich zum Beispiel zu entscheiden. Weil wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich automatisch sagen, was ist gut, was ist klar, was möchte ich für mich haben und was lasse ich aber auch gehen. Und das fällt Menschen, die eine geschwächte Mitte haben, eine geschwächte Milz, fällt das extrem schwer. Die neigen dann auch zum Beispiel dazu, abends, bevor sie ins Bett gehen oder wenn sie im Bett sind, ganz lange auch zu grübeln. Und zwar einfach zu grübeln und Gedanken hin und her zu schieben und gar keine Ahnung zu haben, was eine gute Lösung ist, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich diese Trennung zwischen klar und trüb zu machen. Das ist das, was zum Magen gehört. Beim Dünndarm ist es tatsächlich ähnlich, aber doch ein ganzes Stück weit noch anders. Der Dünndarm ist gekoppelt mit dem Herz und im Herz sitzt sozusagen unser Geist. Und der Geist, ich sage immer, der ist wie der Fahrer in einem Rennwagen. Der Fahrer beim Rennwagen muss völlig klar wissen, wo will ich hin, wie will ich tanken und so weiter. Das heißt, er muss eine sehr große Klarheit haben und eine sehr gute Urteilsfähigkeit. Und genauso ist es auch bei der Kombination Dünndarm und Herz. Das heißt, wenn beides stabil ist, habe ich vom Kopf her eine ganz eindeutige Klarheit, wo will ich hin, was sind meine Prioritäten und kann aber auch ein sehr gutes Urteil darüber abgeben, zu sagen, ja, okay, das macht Sinn und das macht nicht Sinn. Wenn ich Probleme in dem Bereich habe, auf körperlicher Ebene, dann wirkt sich das oft so aus, dass ich keine Grundlage mehr dafür habe, wie ich mein Urteil fällen soll. Und das ist zum Beispiel, also das ist das, was mit dem Dünndarm einhergeht. Beim Dickdarm ist es so, dass das Partnerorgan die Lunge ist
und die für die Umsetzung des Qis in unserer Brust, also in unserer Kraft zuständig ist. Und die Lunge wiederum und in Kombination mit dem Dickdarm haben oftmals damit zu tun, dass man in der Lage sein muss, Dinge loszulassen. Denn das, was der Dickdarm am Ende des Tages macht auf körperlicher Ebene, ist Stuhl zu formen und abzugeben und damit tatsächlich aus dem Körper rauszunehmen. Wenn ich das kann, wenn ich eine gesunde Funktion von Loslassen habe, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, kann ich auch ganz viele alte Muster zum Beispiel gehen lassen. Kann ich gucken, dass es mir besser geht. Kann ich mit der Kette vorher entscheiden, was soll denn weg? Und habe aber dann auch die Fähigkeit, wirklich zu sagen, okay, ich lasse es gehen. Und damit einhergehen zum Beispiel, ich erlebe das immer relativ häufig, wenn Leute nach schwierigen Situationen, bei denen sie trauern oder sonst was, irgendwie nicht wirklich loslassen können, die Trauer nicht loslassen können oder so, kriegen sie ganz häufig Beschwerden mit dem Dickdarm im Sinne von wirklich Verstopfungen zum Beispiel, dass sie dann auch echt Schmerzen haben, dass das teilweise auch wirklich sehr belastend für die Patienten sein kann oder generell für Menschen, die damit zu tun haben. In dem Moment, wo die Entscheidung kommt, okay, ich darf etwas loslassen, funktioniert das dann auch. Und insofern finde ich das sehr spannend, weil die Einteilung der ganzen Beschwerden viel spezieller ist und nochmal viel kleinteiliger und so viele unterschiedliche Aspekte durch diese Koppelung an die Partnerorgane mit Problemen im Milz-, Magen-, Dünndarm-, Dickdarm-Bereich einhergehen. Spannend, also wirklich so als Spiegel, also als die Emotionen so als Spiegel oder als Pendant in den körperlichen Funktionen. Und ich finde das Beispiel sehr schön mit dem Loslassen, dass du das eben auch so aus eigener Erfahrung gesehen hast, wie sehr das auch zutrifft. Vieles ist ja bei diesen uralten Gesundheitskonzepten ja wirklich auf langjährige Erfahrungen, Beobachtungen und damit auch ja schon real life, sage ich mal, erprobt. Und ist gar nicht irgendwie ein Konzept, das man sich erst ausgedacht hat und dann guckt, passt das, sondern eher wirklich so am Menschen dran ist. Ne? Also super spannend. Auch wenn das jetzt gar nicht mehr so zugänglich ist für uns. Und deswegen finde ich so toll, dass du das machst, dass du das zugänglich für uns machst. Kommen wir nachher auch gleich nochmal darauf zu sprechen, wie genau du das machst. Jetzt zum Beispiel so eine Milzschwäche, wie kommt denn das zustande? Du hattest eben jetzt gerade bei dem System Dickdarm, Lunge von eben Trauer gesprochen, dass das da aus dem Gleichgewicht geraten kann. Eine schwache Milz oder eben ein geschwächtes Milzsystem. Welche Ursachen, was führt dazu, dass das passieren kann? Das ist häufig eine Kombi, aber was ganz, ganz, ganz wichtig oft ist, ist eine richtige Ernährung. Also Leute, die anfangen zu Milzschwäche zu tendieren, sind häufig Leute, die sich aus chinesischer Sicht nicht unbedingt besonders gut ernähren. Ja, also die Chinesen würden oder tun auch im realen Leben, essen sehr, sehr viel warm, frühstücken zum Beispiel warm, verzichten nahezu auf Rohkost, auf kalte Sachen, fast keine Milchprodukte. Und das entspricht natürlich im Moment nicht unbedingt dem, wie sich ein Großteil sozusagen unserer Bevölkerung auch ernährt. In den meisten Fällen ist es so, dass viele gar nicht mehr frühstücken, weil sie sich die Zeit nicht nehmen wollen, weil sie sagen, sie haben gar keinen Hunger oder so. Dass es mit dem Mittagessen auch, je nachdem, wie man im Stress ist und so, auch schwierig wird. Und abends gibt es dann halt schnell irgendwas Kleines oder als Ausgleich für den ganzen Tag, an dem man nicht gegessen hat, dann abends die richtig große Portion und das überfordert halt das Milzsystem total. Also tatsächlich einer der Hauptpunkte ist die richtige Ernährung, wo man einfach aus chinesischer Medizin wirklich völlig plain sagen kann, was für alle gilt. Je mehr warm ist, umso besser. Rohkost generell nicht unbedingt nur vorteilhaft und Milchprodukte immer ein bisschen schwierig. Das nächste ist, dass es diese klassischen Symptome sind, die im Moment viele von uns auch einfach haben. Ja? Eine gewisse Überlastung einfach, sehr, sehr viel Arbeit vom Kopf her, sehr viel Grübeln, Pläne schmieden, denken müssen. Das ist etwas, was über die Zeit
unsere Milz wahnsinnig strapaziert. Wenn das in einem guten Verhältnis ist, wie ich vorhin gesagt habe, dann sind wir frisch, dann haben wir viele Energie, dann können wir viele Ideen schmieden. Wenn wir aber ständig nur arbeiten und uns überarbeiten, dann kann unsere Milz das im Endeffekt gar nicht mehr wirklich leisten. Das ist so der nächste Klassiker eigentlich. Also es sind viele Menschen von so Milzschwäche betroffen, die einfach die einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich haben, die eine sehr hohe Leistungsbereitschaft haben, aber Schwierigkeiten damit haben, ihre eigenen Grenzen auch einfach ein Stück weit zu kennen und zu achten vor allem. Was auch gar nicht selten vorkommt, ist, dass Bewegung zum Beispiel fehlt, ne? Also die chinesische Medizin hat ja so 5 Therapiegrundpfeiler und da ist außer Ernährung auch Bewegung ein ganz immens wichtiger Faktor. Und zwar regelmäßige Bewegung, am besten tägliche Bewegung. Und zwar wirklich Bewegung, gar nicht im Sinne von, ich überanspruche mich und renne jeden zweiten Tag einen Marathon, sondern tatsächlich, ich mache morgens eine halbe Stunde Qigong oder ich gehe eine Runde laufen oder Fahrrad fahren, aber so weit, wie es mir gut tut. Ja? Nicht, dass ich mich überfordere. Und das ist natürlich was, wo viele Leute auch noch so ein bisschen Hilfe brauchen dürfen, dass sie das einfach in ihren Alltag auch mit einbauen als Komponente, um sich tatsächlich gesund zu erhalten. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Dann abonnier doch unseren Kanal. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Teile deine Erfahrungen mit diesem Thema. Es gibt auch Quellenangaben und mehr Infos in den Infoboxen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.